Nun wollte ich zeigen, wie man ein BIOS-Update machen kann. Dazu gehen wir, also ich google jetzt einfach mal Lenovo. Also ich zeige das jetzt hier mit Support hingehen und so weiter und so fort. Support. Also Treiber und Download dann. Notebook auswählen. Und jetzt richtig weit runter scrollen, das ist für die X220-Serie finden. Ich habe ja das i, also muss ich, ja, oder ich wähle jetzt auch das i aus. Und nehme Windows 7. So, und jetzt gibt es hier unterschiedliche, also jetzt werden hier schon, also da muss man Lenovo, das kann man denen fast nicht zugute halten, dass sie das relativ unübersichtlich machen, wie ich finde. Jetzt gibt es hier BIOS Update Bootable CD. Also die kann man sich jetzt runterladen. Das sind 25 MB, das ist sozusagen ein kleines Betriebssystem und dann wird daraus dann das BIOS geflasht. Ich habe noch den Auslieferungszustand 1.06 durch die Version 1.11, nehme ich jetzt mal an, so nennen die sich das, weil das ist ja kein Punkt. Ja, hat man dann den Support für mSATA hinzugefügt. Ja, Added Support to Configure Boot Priority Order Using a WMI, also WMI Interface. Und Fix for CD Boot Failure Depending a Content of a Bootable CD. Also noch nichts Gravierendes hier, also nichts Tolles dazugekommen. Aber wollen wir trotzdem mal machen. Ich lade jetzt nicht die ISO runter, weil ich jetzt nicht unbedingt griffbereit ein Laufwerk habe. Wer jetzt ein Dock, eine UltraBay oder ein externes Laufwerk hat, der sollte lieber das bevorzugen. Denn wenn man ein bisschen weiter runter scrollt, beziehungsweise zwei Einträge darunter gibt, ist das BIOS Update Utility for Windows 7. Das ist 5 MB groß, das ist auch nur ein Programm. Enthält dasselbe, ist nur, also dasselbe BIOS. Ich lade mir das jetzt mal runter. Oh, das war jetzt vielleicht nicht so, naja. Führe mal einfach aus. Dazu ist wichtig, das Gerät muss am Strom sein. Akku sollte auch drin sein. So, ich nehme jetzt einfach mal an, dass er dann einfach meine Einstellung. Ja, do not power off during the update. So, und jetzt updatet ihr hier auch schon. Also save the old BIOS im Backup-File, das ist, falls das alte dann, also falls da irgendwas schief laufen sollte. Und jetzt ist immer wichtig, also so wie ich vorhin jetzt, also dass du wirklich jede Meldung liest, beziehungsweise lest, also und also euch dann sicher seid, was ihr da auch tut. Wenn ihr euch jetzt unsicher seid, macht es lieber nicht und führt ein BIOS-Update nur aus, wenn ihr wirklich Probleme habt. Ja. Jetzt ist er fertig. Und ja, wir wollen jetzt neu starten. Der Lüfter läuft auch schon wieder hoch. Jetzt ging er aus. Also komplett aus. Jetzt geht er wieder an, automatisch. Ja, kommt nichts, kommt nichts. Also es ist wahrscheinlich im Update-Prozess drin, also und jetzt drücken wir mal hier den blauen, oder jetzt war ich wahrscheinlich zu spät. Einfach gleich nochmal neu starten, ja, das möchte ich jetzt auch überprüfen.
ob wir die richtige Version haben. Ja. Und tatsächlich. Ja, das sieht man aber, denke ich. 1.11 und ja, die Firmware der unterschiedlichen Chips, also die Embedded Controller Version ist immer noch 1.03, also das passt eigentlich alles. Hat er geupdatet, so. Ja, das war's eigentlich auch schon.